Einsamkeit findet im Versteckten statt, im Verborgenen. Wer will schon von sich preisgeben, dass er einsam ist? Ich fühle mich nicht einsam, aber allein. Ich hatte eine super Kindheit. In der Schule hat es dann angefangen, wo man dann gemerkt hat, dass man halt anders ist. Seinen eigenen Weg zu gehen, sich selber treu zu bleiben, wenn man merkt, man ist ganz alleine, man kann sich da mit niemandem drüber austauschen. Vielleicht verstehen einen zum Beispiel andere auch gar nicht. Das kann sehr einsam machen. Einsamkeit löst in mir auch Hilflosigkeit aus. Ich fühle mich so wie in einem Loch. Es macht mich traurig, es bringt mich zum Heulen. Und ich versinke mich immer auch so in ein Selbstmitleid. Aber das möchte ich gar nicht. Es tut einfach weh, wenn ich dann allein unterwegs bin, wie es ja immer so ist, oder meistens. Ich sehe die Leute lachen, ich sehe es in Gruppen zusammensitzen, in einem Kaffee. Und ich habe das nicht, ich laufe da vorbei. Ja, also ich glaube, es tut mir besser, wenn ich in der Natur raus bin. Jetzt gehen wir ins Restaurant und einen Kaffee nehmen. Wir haben uns schon in der Schulzeit kennengelernt. Und im 58 hat es einmal dann gefunkt. Und seitdem sind wir eigentlich zusammen. Also jetzt 57 Jahre geheiratet. Wir haben Menge Entwicklung mitgemacht. Miteinander auch Probleme kam auch zwischen die Jungen miteinander müssen lösen. 2010. Jetzt langsam angefangen, hat man gemerkt, Mona vergisst ein viel. Und 2012 haben wir die erste Abklärung gemacht, dass sie schon eine leichte bis mittlere Demenz hat. Ja. Oh, komm. Gehen wir nicht um. Du hat auch Mona gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und er konnte fuchsteufelswild werden. Wir mussten einfach nachgeben. Das 5 Kilo Grad sein. Englisch hätte man sagen, wir können nicht nur das 5 Kilo Grad sein, für eine 5 Kilo Grad sein. Sie haben ihre eigene Meinung und das gilt. Und es gibt nichts anderes, sie haben keine Auswahl mehr im Kopf. Die Demenz ist ja auch ein Abschiedsprozess, also das heisst ein Abschied auf Raten. Hey, willst du mir helfen? Da hinten bin ich. Ich war immer irgendwo in der Ecke oder zuhinter hinten. Die Eltern waren immer für mich da. Aber eben, ich hatte das Gefühl, Entschuldigung, ich kann einfach nicht darüber reden. Ich habe das Gefühl, ich muss stark sein. Dadurch habe ich jetzt auch immer die Heulausbrüche, weil langsam aber sicher kann ich jetzt darüber reden. Ja, es ist irgendwie schon so, man ist in die Schule gekommen und davor war alles gut und in der Schule geht es einem plötzlich schlecht und dann will man halt daheim auch nicht darüber reden. Ich hatte nie eine beste Kollegin oder so gehabt.
Ich bin immer ausgeschlossen worden wegen dem Gewicht, vor allem auch im Turnunterricht. Ich bin halt immer das Letzte gewählt worden. Ja, dort hat man sich halt wirklich allein und ausgeschlossen gefühlt. Man hat das Gefühl gehabt, niemand hilft einem. Inzwischen stört es mich auch weniger, dass ich die Ausbrüche habe und brülle. Aber am Anfang, als das angefangen hat, hatte ich wirklich Mühe, habe mich auch geschämt und versteckt. Joda. Meine Katzen, die nehmen mich, wie ich bin. Dann ist es egal, wie ich aussehe. Bei Joda ist speziell halt sein Kleinhirnfehler. Er ist durch das auch etwas ausgeschlossen worden. Ihn hat man damals im Tierheim schlecht vermitteln. Zafira hat sofort jemanden genommen, aber ihn wollten sie einfach nicht. Wir haben dann später erfahren, dass er auch allein eingeschläfert werden Wenn ich jetzt an meine persönliche Einsamkeit denke, dann denke ich an das Gefühl des Nicht-Gesehen-Werdens, sich abgeschnitten fühlen. Eine sehr starke Melancholie und irgendwie einfach nicht dazugehören. Das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre. Mein Thema ist ja eher, dass ich mich einsam in Beziehung mit anderen Menschen fühle. Bei größeren Anlässen, Hochzeiten zum Beispiel. Das kann sein, wenn ich auf einem Konzert bin und ich höre ein bestimmtes Lied und ich spüre irgendwie mich nicht mit meinen Freunden in dem Moment verbunden. Und ich weiß aber, das hat wenig mit den Freunden zu tun, sondern sehr viel mit meinem, ja, anscheinend sehr stark ausgeprägten Bedürfnis nach einer bestimmten Art von sozialer oder emotionaler Nähe. Das kann mich sehr plötzlich überkommen. Und ich weiß aber auch, das geht wieder. Und zu meiner Geschichte, glaube ich, gehört dieses Gefühl der Einsamkeit sehr stark dazu. Meine Einsamkeit resultiert halt auch aus den eingeschränkten Möglichkeiten von meinem Einkommen. Bis vor einem runden Jahr bin ich ja noch am Nischenarbeitsplatz im Erwerbsleben gestanden. Da hatte ich ja noch mehr Geld zur Verfügung. Und bin auch noch öfters einmal am Abend auf ein Bier gegangen. Aber seither bin ich schon mehr daheim. Ich lebe ja von der IV-Rente. Ja, also ich komme durch das Leben, aber ich muss mich halt einfach einschränken. Besonders gut tut mir, wenn ich unterwegs bin, am Laufen, am Wandern. Ich habe schon 16 Jahre kein eigenes Auto mehr. Und vermisse es auch gar nicht. Der Takt so bewusst, das Wiederkehrende, das tut mir wahnsinnig gut. Das gibt für mich meine eigene Sicherheit, meinen eigenen Schritt zu erleben, mein Vibrieren, das Aufschlagen und so im Takt zu bleiben. Ich schmecke gerne den Duft vom Wald, ich höre gerne das Rauschen vom Wind, von den Wellen. Ich laufe auch sehr gerne am Bodensee. Die offene Landschaft, die Weite. Und darum fühle ich mich auch wohl dort. Mona ist im Heim. Ich gehe sie besuchen, aber es ist so, ich muss alles alleine machen. Ich tue in letzter Zeit mal Erinnerungen von schönen Reisen und das gibt mir so ein Gefühl, ja, Verbundenheit mit der Mona. Wir haben doch so eine schöne Zeit gehabt. Wenn wir hier gesessen sind, Mona immer Pilatus hat etwas gesehen, Wolken oder sie hat immer etwas gefragt und etwas gesehen. Und das hat sie auch manchmal am Tag 30, 40 Mal gemacht. Aber ich habe einfach immer wieder Antwort gegeben. Und dann kam der Zeitpunkt gekommen, als ich einen totalen Zusammenbruch hatte. Physisch
psychisch, Herzproblem. Ich konnte noch die Tochter anrufen und im 144 in den Monaten noch weiss machen, du machst die Türen auf, wenn die Leute kommen von der Sanität. Es ist plötzlich der Punkt gekommen, wo der Körper gesagt hat, es geht nicht mehr. Und dann, ja, hat der Tochter gesagt, los Walti, Papi, du kannst Mona nicht mehr daheim haben, es ist viel für dich. Wir müssen sie nur in den Heim platzieren. Und nachdem, wo sie einen Platz bekommen, wo wir gezögert haben, sind wir ausgestiegen und da schaut Mona so, das ist ja das Heim. Da wollte ich dann nicht bleiben, bis ich sterbe. Das wir haben dann ja, weiter und wir müssen gehen und der Abschied sind grauhaft. Aber jetzt hat es im Ausgang eine Kiste mit Äpfeln. Und dort habe ich immer einen Äpfel genommen und am Heimweg den Äpfel gegessen, mit dem man das Ganze ein verdauen konnte. Bei der Lehrstellensuche hat es oft geheißen, ja, du magst das sowieso nicht. Mit deinem Übergewicht können wir dich nicht einstellen. Oft habe ich nicht einmal eine Antwort bekommen. Ich habe nachher eine Hauswart gelernt, also Fachfrau Betriebsunterhalt. Und nachher habe ich auf diesem Beruf einen Job gesucht, habe aber nichts gefunden. Und dann bin ich schlussendlich als Zimmermeidli eingestellt worden, in dem Restaurant, wo ich heute arbeite. Und dann, ja, habe ich der Küche jemanden müssen helfen, abwaschen und zwischendurch jemanden mal ein bisschen Kuchen backen und bin so ein bisschen reingerutscht. Ja. Also bei uns sind Wirbel zueinander wie eine Wahnsinnige. Steigen auf, steigen ab, macht und tut und sausen da umeinander. Mehr wie der Menge ander, oder? Und die macht das super. Also ich bin froh, dass David da ist und sie bringt auch immer ihre Schalk dazu und ich glaube, sie ist sehr gerne da und wir haben sie sehr gerne. Das ist das erste Mal, dass ich mich in einem Team wirklich wohlfühle und angenommen fühle, so wie ich bin. Ich habe mich schon als Kind einsam gefühlt. Also ich habe einen strengen Vater erlebt. Die Stimmung daheim habe ich erlebt als geprägt von Macht. Ich habe immer brav sein, folgsam sein und bloß nicht widersprechen. Die Angst, ich würde versagen, wenn ich nicht perfekt bin. Das habe ich gelernt, perfekt sein. Meine Mutter hat sich auch nicht durchsetzen können und darum habe ich mich auch nicht an sie wenden. Durch das habe ich mich auch isoliert gefühlt. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Das hat mich dann auch zum Einzelgänger gemacht. Ja, mich macht das sehr traurig, wenn ich da aushalten musste. Weißt, ich habe schon auch schöne Zeiten erlebt mit den Eltern, sicherlich. Materiell ist mir sehr gut gegangen. Ich hatte alles. Ich hatte halt Angst, das Leben allein zu meistern. Ja, aus heutiger Sicht bereue ich, dass ich nicht früher aus dem Haus bin. Also meine Freiheit hat angefangen erst mit 20, wo ich mein erstes Auto gekauft habe. Und das war wie so ein Befreiungsschlag aus dieser
Strenge, die ich in der Kindheit erlebt habe. Für mich, glaube ich, so ein einschneidendes Erlebnis war eine sehr schwere Krankheit, als ich 14 war. Ich hatte einen Gehirntumor. Da war relativ lange Zeit nicht klar, ob ich diesen Tumor überlebe. Mit mir hat damals keiner darüber geredet. Nee. Und für mich war einfach das Schlimmste, dass alle meine Freunde mich nicht besuchen durften. Weil ihnen gesagt worden ist, ich werde sterben. Und meine Freunde sollten mich halt nicht in dem Sterbeprozess sehen. Und da habe ich mich sehr, sehr einsam gefühlt. Und zwar habe ich eigentlich so ein schwarzes, großes Loch gesehen. Also wie so ein Abgrund, in den ich eigentlich hineinfalle, weil mich keiner hält. Weil ich als Kind merkte, dass wenn ich eine Belastung für andere Menschen bin, und ich sehe, meinen Eltern geht es sehr schlecht, weil ich so krank bin, meinem Bruder geht es sehr schlecht, dass ich ja die Sache einfach beenden kann. Und dann geht es allen wieder gut. Und ich dachte, ich gehe alleine auf Toilette und dann nehme ich die Tabletten. Das war eigentlich der Plan. Und dann habe ich mich aber in dem Moment entschieden, dass ich die Tabletten nicht nehme. Ich habe die Tabletten runtergespült. Das hat mir, glaube ich, bis heute eine wahnsinnige Lebensenergie und Kraft gegeben. Also ich erkläre mir das zumindest so, dass das, glaube ich, sehr viel mit diesem Moment im Krankenhaus zu tun hat, als ich entschieden habe, mich nicht umzubringen. Wenn ich etwa auswärts bin, die Wohnung reinkomme, die Stille. Leer, kein Leben, kein Ton. Dann sitze ich viel auf dem Stuhl, wo die Mona immer gesessen ist. Da, vom Fenster ausgeschaut hat, an Pilatus. Ich muss das verarbeiten, ich muss das wieder ausdrücken. Und dann habe ich dann die Karte gemalt. Der Stuhl mit dem verschwommenen Pilatus, die Leere. Ich habe dann das meinen Bekannten und Verwandten und Freunden und Freundinnen geschickt. Über das reden, austragen, nicht verstecken. So kommt man auch Hilfe über und Verständnis. Und dann habe ich das eigentlich weitergeführt und dachte, ja, da habe ich die 4 Jahreszeit im Kopf gehabt. Und dann war dann auch die Weihnachtskarte im Dezember. Da war der Stuhl dann nur noch ganz, ganz klein gewesen. Ich denke viel an Mona. Ich kann manchmal auch oben, wenn ich etwas lese. Ich bin auch im Wohnzimmer sitzen und lese. Und dann manchmal müde wird, fast einschlafen, habe ich manchmal so ein Gefühl, ne, plötzlich so im Halbschlaf sitzt jemand neben mir zu und wenn ich verwache, verschwindet das. Ich habe das Gefühl, wohl sei da gewesen. Mein Vater war am Anfang nicht so happy mit meiner Auswahl von Freunden. Und weil mein Vater seit Jahren Bass gespielt hat, hat der Stefan angefangen, Bass zu spielen, damit sie ein Gesprächsthema haben. Und dem Stefan hat das sehr gefallen und hat in kurzer Zeit gut gelernt zu spielen. Und jetzt hat er eine eigene Band. Er arbeitet auch in der Gastronomie. Und ich habe Sonntag und Montag frei und er hat Dienstag und Mittwoch frei. Wenn wir mal Zeit haben zusammen, dann machen wir gerne Spiele oder machen Ausflüge.
Deborah ist mein Ausgleich. Wenn mir wirklich alles zu viel ist, dann ist sie einfach der Pol, der mich wieder in die Normalität hineinbringt. Hey, hör auf mich hauen! Mit dem Gewicht von Deborah hatte ich nie ein Problem. Ich habe allgemein kein Problem mit Leuten, die irgendwie anders sind. Die Einsamkeit von ihr verstehe ich sehr gut. Ich hatte das früher halt auch. Ich habe von Musik machen einen Ausgleich. Ich habe Leute, die ich regelmässig treffe. Ja, so bin ich ein bisschen daraus rausgekommen. Bis Corona war ich eigentlich mehr unterwegs als zu Hause. Ich arbeite als selbstständige Beraterin im Bereich der Friedensförderung, der internationalen Zusammenarbeit, zum Beispiel in Syrien oder im Libanon. Ich beschäftige mich sehr viel mit der Frage, wie kann man sicherstellen, dass die Menschen, mit denen man in Kriegskontexten zusammenarbeitet, dass man nicht unbeabsichtigt traumatisiert. Ich glaube, dass diese Sensibilität für Menschen, die ausgeschlossen sind, auch ein Geschenk ist, weil es mir halt auch ermöglicht, auf Menschen zuzugehen. Ich kann mich, glaube ich, schon hineinversetzen, ja. Indem ich versuche, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und eben sicherstelle, dass sich so schnell niemand ausgeschlossen fühlt. Was mir sehr zugutekommt als Selbstständige ist, dass ich wirklich sehr gerne alleine arbeite. Wenn ich dann irgendwie Lust habe auf einen guten Kaffee, dann gehe ich eben in einen Café, lese Zeitungen und das genieße ich dann auch sehr. Ich glaube eben, Alleinsein ist eine ganz wichtige Prophylaxe gegen Einsamkeit. Das heißt, wenn ich lerne, bewusst alleine zu sein, dass ich dann auch weniger mich einsam fühle. Ich hatte immer Angst, ich müsse alles geben, damit ich die Erwartungen erfülle vom Arbeitgeber. Am Anfang war die Arbeitsplatzsituation ja nicht so mit Druck behaftet, aber in den letzten Jahrzehnten ist das immer mehr gekommen. Also ich konnte irgendwie einfach der Situation nicht mehr gerecht werden. Es hat mich alles überfordert. Und ich bin 2012 in eine tiefe Depression gestürzt. Meine Frau und ich, wir sind 9 Jahre miteinander geheiratet. Und 2 Jahre vorher war aber Training und wir mussten ausziehen aus der Familienwohnung. Ich bin auch wiederum bin ich so hilflos ausgesetzt gewesen. Ich musste es einfach hinnehmen. Und das hat mich einfach aus der Bahn geworfen. Und ich musste ja mit dem zuerst einmal allein fertig werden, mit all diesen Situationen. Mit wem hätte ich denn darüber reden sollen? Und ich habe erst jetzt, bevor wir ein gutes Jahr, Kraft bekommen, auszumisten. Es tut mir halt auch nicht gut, immer der Vergangenheit nachzutrauern. Also, ich will eben auch wieder vorwärts schauen. Ich bin am Aufräumen daheim. Ja. Ich bin am Aufräumen. Das sind alles noch Sachen von meinen Kindern. Alles Spielzeug, sehe ich da richtig? Ja, Spielzeug oder Experimentierkästen. Oh, okay. Aber weißt du, mein Sohn, der spielt schon lange nicht mehr damit. Sieht ja, gut aus. Weißt, ich brauche ein bisschen Veränderung. Die Spiele sind ja fast wie neu. Und ja, sie sind gut erhalten. Ich weiß also nicht, ob es funktioniert. Ich muss noch probieren, weil ich... Probier es aus. Testen brauchst du die wieder? Ja, gerne. Ja. Wunderbar. Besten Dank, merci. Danke, Corona-Gruß, gell? Ja. Da wäre der Eingang. Ja, danke. Danke, Daniel. Gut, schön. Wir probieren. Mona ist ja für ihre Kranken so anhänglich geworden,
Sie hat am Abend immer meine Hand gehabt, im Bett, bis sie eingeschlafen ist. Am Morgen das Erste, wenn sie verwacht ist, mit ihrer Hand zu mir rübergekommen. Ich schaue, ob ich da sei. Dass sie trotz ihrer Demenz so an mir hängt, das ist etwas ganz Wunderbares auch immer gewesen. So ein Tagesstart, wenn ich sie geholt habe, zum Morgen umarmt. Ja, das ist das, was mir jetzt, wo ich allein bin, mir aufhält. Wenn es auch nicht direkt ein Dialog war, aber es war noch jemand da, ein Mensch, den man lieb hatte und keine Wärme gespürt hat. Ich finde, das Essen, richtig Essen, ist etwas, wo man im Alter beachten sollte, dass die Ernährung ausgewogen ist. Kommt vielleicht vom Bruch her, vom Grafiker, Ästhetik und so weiter, dass ich auch für mich schön anrichte. Und das hilft dem natürlich auch über Mengen weg. No, spitze so und bin ein bisschen Genießer. Auch für mich alleine kann ich es noch genießen, wenn es so lange ist. Ich denke, ja, es wäre noch schön, wenn die Hunde noch da nebenzu wären, wenn es auch ein bisschen mühsam wäre. Aber doch, die Stille ein bisschen brechen würde. Ich weiss nicht, ob es so ist oder ob ich es mir einbilde, aber ich werde oft angeschaut. Manchmal sieht man Leute tuscheln und man schämt sich dann halt. Ich habe zum Beispiel auch mich in der Öffentlichkeit zu essen. Beim Einkaufen hat man das Gefühl, die Leute schauen, was kauft jetzt die da. Mir ist aber auch schon gesagt worden, du dicke Sau, mach mal Sport. Aber eben in ein Fitnesscenter oder so. Rundum die trainierten Leute, die denken, was will jetzt die da? Inzwischen kann ich es ignorieren, aber es tut auch gleich weh. Eines meiner Lieblingslieder von Stefan, seiner Band Dreamfire, ist das Lied Ghost. Ich möchte ein Geist sein, um zu verschwinden. Einfach, dass man sich nicht so akzeptiert und allein fühlt und dass man etwas anderes sein will. Ich schwimme sehr gern, weil man sich einfach leichter fühlt, schwerelos. Es ist nichts, was einem runterzieht oder ja, es ist einfach ein schönes Gefühl. Da hatte ich lange Mühe, mich irgendwo in einer Body oder so zu zeigen. Aber inzwischen denke ich, ja, sollen sie halt schauen. Irgendwann, nach einem jahrelangen Versuchen, immer abzunehmen und sich anzupassen, hat man irgendwann einfach genug. Wir wissen, 30-40% der Bevölkerung fühlen sich oft bis sehr oft einsam. Das sind erschreckend hohe Zahlen. Die sagen einiges über gesellschaftliche Entwicklung aus, wie wir mit Anderssein umgehen, wie wir überhaupt Solidarität leben. Und das macht mir sehr große Sorgen. Es gibt eigentlich drei Gründe, warum ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben. Und vor 6 Jahren ist meine Mutter sehr früh gestorben. Und dann habe ich mich noch von meinem schwer depressiven Mann getrennt oder trennen müssen. Und damit war für mich aber auch klar, ich werde keine Kinder mehr haben. Weil man einen sehr, sehr starken Kinderwunsch hat. Und das soll dann nicht sein. Das ist halt einfach ja, vor allen Dingen auch sehr, sehr schmerzhaft. Und ich glaube, die drei Ereignisse, die haben mich einfach sehr einsam fühlen lassen. Das Thema ist so vielschichtig, so verschiedene Facetten drin, hat sehr viel mit mir selber zu tun, aber auch verschiedene politische Dimensionen, philosophische, dass ich gedacht habe, doch, ich muss da irgendwie dranbleiben. Ja.
über Einsamkeit zu reden, sollte eigentlich kein Tabuthema sein, was es ja sehr oft leider noch ist. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir als Gesellschaft nicht gelernt haben, über Verletzbarkeit zu reden. Ich empfinde vor allen Dingen auch eine sehr große Dankbarkeit, dass das Buch ganz unterschiedliche Prozesse schon ausgelöst hat, dass ich Veranstaltungen plane mit Organisationen zu dem Thema Einsamkeit während Corona, dass verschiedene Institutionen Interesse haben, dieses Thema im Weiterbildungsangebot aufzunehmen. Ich habe das Bild gesehen und habe gewusst, das ist genau mein Verständnis von Einsamkeit. Dass Einsamkeit immer auch der Spiegel von gesellschaftlichen Entwicklungen ist. Und deswegen habe ich gedacht, das muss das Bild für mein Buch sein. Ich fühle mich wohl im Sonnenhäuschen. Ich bin recht regelmäßig dort. Hoi Daniel. Ja, hoi Maggie. Hey, bist du wieder mal da? Es ist ein so natürlicher, schöner Umgangston, so familiär. Es ist wie Heimat. Ich esse immer ein bisschen das Gleiche dort, weil mir so der Ablauf gut tut. Es ist alles so berechenbar und ich brauche das. Es ist wie eine Sicherheit, die ich dort habe. Ich verzichte lieber auf etwas anderes im Alltag. Aber für so ein Häuschen muss das Geld immer vorhanden sein. Nehmen wir noch zwei Frauen, die jodeln. Aha, okay. Allein der Duft vom Apfelkuchen, ja, weckt eben auch Erinnerungen an die vergangenen Zeiten im so ein Häuschen, wo ich noch mit all meinen drei Kindern auch immer wieder dort war. Also in der Familie hatte ich ja auch eine Geborgenheit, ich hatte eine Aufgabe. Ich habe auch meinen ganzen Einsatz gegeben als Familienvater. Ich merke halt bei den Kindern, dass sie schon auch ihr eigenes Leben haben. Oder? Ich meine, es ist ganz normal, sie werden erwachsen. Ja, hoi Stefan. Und da ist halt der Vater nicht mehr an erster Stelle. Aber ich kann recht gut umgehen damit, weil ich sehe das Kind immerhin von Zeit zu Zeit. Kannst du mal schauen, Stefan? Also ist schon noch spektakulär, wenn man hier so alles sieht. Wie gehen wir dort? Wie sieht man das Schiff dort? Ja. 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 Wenn ich meine Kinder besuche, dann gehe ich mit grosser Erwartung. Und wenn ich dann wieder zurückfahre, dann muss ich mich dann wieder eben mit den Eindrücken beschäftigen, die ich hatte. Und muss wieder allein verarbeiten. Ich habe mich mit der Zeit gut gemeldet. Und dort habe ich dann Frau Tripponen kennengelernt. Grüezi, Frau Tripponen. Bitte. Herzlich willkommen. Soll ich zu 18? Nein. Okay. Wir sind in der Genossenschaft Zeitgut Luzern. Wir leisten Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften. Wir haben rund 520 Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Mit einer Mitgliedschaft ist man eingebunden in ein soziales Netzwerk. Und jeder bestimmt selber, wie viel will er dort drin tun. Ja, Herr Eichlin, danke vielmals, dass ich hierher komme und noch etwas mehr von Ihnen hören. Ich mache allerlei, bin interessiert Ausstellungen, Kunst. Okay. Und ein grosses Hobby, Kochen. Auch jemandem helfen, kochen, der vielleicht nicht so dran kommt. Ah, schön. Meine Frau Mona ist im Heim, seit gut zwei Jahren. Ich kann mit ihr nicht mehr so kommunizieren. Das geht nicht mehr, oder? Mhm. Aber darum bin ich sehr froh, auch kommunikativ, Kontaktgespräch. Ja. Das habe ich also, das schätze ich also sehr. Ja. Was kochen Sie denn da? Ja, das geht von einem ganz einfachen bis einem Sechsgänger. Okay.
Ja, wie über einfach also braten oder Hacktätschli selber machen oder auch wilde mal schon schönes Wildbüffel machen oder so. Also richtige Leidenschaft, ich habe schon gehört von dem, bei dem Zeitgut beitreten. Jetzt, als ich alleine bin, bin ich froh um solche Begegnungen. Das ist jetzt etwas, was mich noch reizt, das noch zu machen. Und ich hoffe, dass es schon kommt. Wann ich meine eigene Einsamkeit thematisiere, hängt sehr stark von den Menschen ab, mit denen ich zusammen bin. Ich würde nicht sagen, dass Reden generell mir hilft. Es hilft mir nur mit den richtigen Leuten. Wenn ich den Eindruck habe, die können das aushalten, die nehmen das nicht persönlich, dann traue ich mich inzwischen, das auch zu thematisieren. Nati ist eine Freundin, die, glaube ich, sehr gut versteht, wie es mir geht. Wir haben sehr viel gemeinsam erlebt, wir haben sehr viele ähnliche Interessen. Und das ist einfach jemand, mit dem ich sehr gerne zusammen bin. Wie haben denn die Leute reagiert auf dieses Buch? Nehmen wir an, es ist jetzt schon ein paar verkauft, oder? Ja. Also ich gehe nicht jeden Tag gucken, wie viel, aber. Ich würde. Was? Ich würde. Nee, weil ich. Doch, ich bin neugierig, aber so neugierig jetzt auch nicht, weil es ja. Ich kann es ja auch nicht ändern. Zeig's mal, ich habe es ja gar nicht gesehen. Ich finde es wirklich ein schönes Layout. Wenn ich Leute erzähle, dass du an einem Buch über Einsamkeit schreibst, dann reagieren die Leute so, so wieso ist der Kopf einsam? Aber ich sage, Klassiker. Ja, manchmal einsam. Hast du bist einsam? Da kann man doch ein schlechtes Gewissen über, oder? Dass sie mir nicht genug anrufen und so. Und dann frage ich mich dann zu erklären, ja, das hat nichts mit dir zu tun oder so. Und dann glaube ich schon, dass ein Haufen wirklich das Gefühl haben, sie prestieren nicht genug als Freunde, wenn ich sage, dass ich mich einsam fühle. Ja, ja. Das habe ich auch so oft gehört. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon, warum wir so gut über das reden können. Also, wenn ich mich einsam fühle oder du dich einsam fühlst, die anderen nicht das Gefühl haben, es gab eine schlechte Freundin. Wenn jemand mich nicht versteht, dann bei mir entsteht dann auch schnell das Gefühl, dass ich eigentlich nicht so akzeptiert werde, wie ich bin und eigentlich auch nicht dafür geschätzt werde oder geliebt werde. Das hat alle Leute erstaunt, ne? Als ich jetzt dieses Buch herausgegeben habe. Ich glaube, wenn man mich nicht gut kennt, dann kann ich das verstehen, dass das irritiert, dass ich ein Thema habe mit Einsamkeit. Üblicherweise kommt ja Paul Weber jede Woche und das gibt mir auch so eine Sicherheit, weil ich weiß, ich sehe sie dann wieder. Also das hatte ich in der Psychotherapie ja im ähnlichen Stil auch gehabt. Aber es war halt einfach mehr Distanz dort, ja, die ich jetzt im Umgang mit Frau Weber einfach so nicht kenne. Wie ist es denn Ihnen seit unserem letzten Termin so gegangen? Psychiatrische Spitex tut sich eigentlich von der normalen Spitex differenzieren, dass wir keine Körperpflege anbieten, keine Verbände. Der Auftrag bei uns ist, Menschen mit psychologischen oder eben auch psychiatrischen Einschränkungen, würde ich jetzt sagen, im Alltag zu begleiten. Also wir arbeiten mit dem Bezugspersonensystem. Also kommt jede Woche jemand anders zum Klient, dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird und eine Verbindlichkeit auch gewährleistet ist. Genau. Also es ist halt auch allein Essen daheim ist halt irgendwo auch ein Problem, oder? Also vielleicht die Motivation, die nicht so da ist. Wir hatten damals das Thema gehabt, dass es in Kala auch so niederschwellige Mittagstischsituationen gibt, oder? Vielleicht ist es für das Budget nicht so günstig, dass man sagt, ich kann jetzt dreimal in der Woche gehen, aber dass man vielleicht halt einmal in der Woche da essen. Mhm. Oder auch, ob man nicht einmal andere Menschen könnte ausfindig machen, die vielleicht auch mal miteinander kochen. Also denken Sie, da gibt es etwas? Also ich wüsste beim besten Willen nicht von so einem Angebot, mhm, vom gemeinsamen Kochen. Mhm. Aber ich finde sie noch bestechend, die Idee. Also gemeinsam etwas erreichen, würde mir schon noch gefallen. Mhm. Einfach irgendwie das Wissen, dass es so etwas gibt. Wenn Sie mal zum Beispiel jemanden, den Sie kennen, einmal einladen. Ja, also sie macht mir auch Mut auf Veränderung. Sie würde mir sogar noch helfen, irgendwie etwas aufräumen.
Aber das Angebot, das habe ich jetzt noch nie gebraucht, weil ich bin auch stolz, wenn ich es alleine schaffe. Für mich ist der Unterschied zwischen einsam fühlen und allein sein. Einsam sein, das will man eigentlich nicht. Das tut einem auch weh. Und allein sein kann manchmal auch schön sein, wenn man einfach mal Ruhe braucht und sich zurückziehen kann. Wenn ich allein unterwegs bin, gefällt mir einfach die Ruhe und dass ich mich auf etwas konzentrieren kann. Fotografieren tue ich sehr gerne, vor allem Landschaftsbilder, aber auch Tiere. Ich bin glücklich und fühle mich wohl, wenn ich draußen in der Natur bin, wenn ich einfach sein kann, wie ich bin. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Für jeden sieht ja Gott irgendwie anders aus. Für mich ist es einfach irgendwie die Verbundenheit und die Ruhe in der Natur. Ich merke, dass jemand rum ist, der auch zu mir schaut. Es tut sicher gut, wenn man Gedanken so loswerden kann. Eben nicht alles in sich hineinfressen wie früher, sondern darüber nachdenken oder eben auch mit anderen Leuten darüber reden. Ich habe schon viele fremde Küchen gekocht. Ich bin gleich daheim. Ich weiß, was das Zeug ist. Oder? Das ist kein Problem. Ich esse, wenn ich allein esse, viel zu schnell. Und kochen tue ich auch nicht gerne. Für mich allein. Und dann lasse ich auch das Essen kommen. Und dann ist ich aber gleich allein, oder? Ich bin allein. Und ich bin halt froh, dass Alti da ist und wir kochen. Und dann miteinander können essen und dann auch ein bisschen diskutieren. Das ist wie in einem Restaurant, sogar noch besser, weil es mit viel Liebe gemacht wird. Das merkt man. Wir haben uns vorher schon von gesehen. Die Frau hat Chantal vom Seniorenbühne oder auch sonst aus dem Quartier schon. Ist ja auch schon lange da. Frau Triponet hat eine ganz tolle Wahl getroffen. Wir haben also wirklich eine schöne Tischgemeinschaft. Dankeschön. Vielen Dank. Wahnsinnig fein. Von wem wird man jetzt betreut? Es ist in der Demenzabteilung. Ja. Und da sind immer 4-5 Leute rum. Mhm. Und das sind alle. Aber immer die gleichen? Ja, so Entschuldigung, ist die gleiche. Das ganze Team ist etwa fast 20 Leute. Ja. Aber natürlich Schicht. Mhm. Frühschicht, Nachmittag, Sportschicht, Nacht, Wach. Mhm. Und so ist das aufgeteilt. Jetzt gibt es noch Lammrücken. Fein. Auf Herröpfel und auf Kürbis. Ja. Dann Brokkoli und Rüebli. Ja. Und ein bisschen ausgarniert. Stille macht mich auch einsam. Schlimm ist es halt gegen den Abend, wenn ich einfach allein bin. Vor einem guten Jahr habe ich mich angemeldet bei sozialkontakt.ch, um möglicherweise jemanden kennenzulernen oder mich anzuschliessen an eine Freizeitgruppe. Ja, da habe ich meine Hoffnung, dass ich da vielleicht einmal meine Wanderpartnerin kennenlerne und vielleicht einfach meine zukünftige Freundin.
In einer neuen Paarbeziehung wünsche ich mir tiefe Verbundenheit, Liebe. Also Liebe schenken, Liebe nehmen. Da sein füreinander, akzeptiert zu werden, so wie man ist. Ich meine, da wünscht sich doch jeder Mensch, wenn er darf, so angenommen werden, wie er ist. Oder? Ich will mich nicht verstellen müssen. Nicht mehr. Ob man für jeden Neuanfang kämpfen muss, weiß ich nicht. Ich denke, es darf im Leben auch mal leichter gehen. Aber ich glaube, ich muss das noch lernen. Also ich habe das nicht unbedingt so in die Wiege gelegt bekommen, dass Leben auch einfach geht. Ich glaube, das ist ein Teil meiner Biografie, dass ich immer wieder sehr schwere Momente im Leben hatte. Aber die waren sehr oft dann auch ein ganz spannender Neuanfang. Bird of Sorrow von meinem Lieblingssänger Glenn Hansard löst eine ganz tiefe Melancholie aus. Das habe ich gehört damals sehr oft, als ich mich von meinem damaligen Mann getrennt habe. Even if a day feels too long, you feel like you can wait another one. You're slowly giving up on everything. Love is gonna find you again. Es ist für mich ein Lied voller Trauer, voller Verzweiflung auch, aber es hat eben auch sehr viel Kraft für mich. Weil es geht eben auch darum, dass jeder Schmerz auch in einem Leben Platz haben darf und dass man eben nie aufgeben soll. You've been kneeling in the dark for far too long. Und dass eben auch irgendwann was Neues entstehen kann. Eine neue Liebe, eine neue Begegnung, eine neue Energie. I'm calling to you, please, get off the floor. Good heart will find you. Ich habe mich in vielen Liebesbeziehungen einsam gefühlt. Ich habe mich nicht, im Großteil nicht getraut, das zu artikulieren. Ich habe das einfach akzeptiert als ein Teil von mir. In der jetzigen Beziehung habe ich nun mal das große Glück, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, dem ich das sagen kann und der ich den Eindruck habe, der das auch handeln kann. Und der irgendwie auch meine Einsamkeit verstehen kann. Das Gefühl, dass ich so geliebt werde, wie ich bin, das ist für mich ein wahnsinniges Geschenk. Da hätte ich auch nicht mehr mitgerechnet, ehrlich gesagt. Das ist wow, einmalig für mich. Heute ist für mich nicht mehr so schlimm. Ich habe mich damit abgefunden, wie ich bin. Ja, zwischendurch packt mich wieder die Lust auf Veränderungen und dann muss etwas komplett anderes annehmen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen einfach nicht nur nach dem Aussehen urteilen. Man sollte einfach ein bisschen offener aufeinander zugehen. Du magst schnell die Maske nehmen. Ich finde es cool. So anders, gell? Gut. Man meint, wir können alles selber bewältigen. Aber es kommt ein Zeitpunkt, wo man über eigene Schatten springen muss. So viel hört man, dass die Leute sich zurückziehen und verstecken und nicht reden wollen. Und hier daraus rauszukommen, gibt es nichts anderes als professionelle Hilfe. Ich hatte immer so das Gefühl, ich sei allein mit dieser Einsamkeit. Ich sei der Einzige. Also über Einsamkeit sollte man eigentlich viel mehr reden. Ich bin überzeugt, man würde so viele verbündete Menschen finden.